Hallo und herzlich willkommen zur ökonomischen Analyse des Rechts 2. Wir sind inzwischen angekommen in Woche 9. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen zweiten Advent. Genau, wie Sie jetzt, wie Sie an der Terminübersicht sehen können, haben wir noch diese Woche und die nächste Woche. Und dann sind Sie endlich das leidige Thema der intellektuellen Eigentumsrechte. Vorerst los, dann ist die Weihnachtspause, diesmal relativ lang, es sind 3 Wochen. Und genau, im neuen Jahr, am 18.01. Oder im neuen Jahr geht es dann in der 3. Januarwoche. In der 3. oder in der 2. Januarwoche, ich weiß nicht genau, geht es dann weiter und dann fangen wir ein neues Kapitel an, nämlich das der Transaktionskosten und der Governance. Und bevor wir jetzt in den Inhalt einsteigen, wollte ich gern noch auf eine Frage eingehen, die im Forum aufkam und die ich sehr wichtig finde und deswegen möchte ich die auch ein bisschen ausführlicher beantworten. Und zwar folgende Frage, ich habe sie einfach mal ganz hier gezeigt, damit wir alle über das Gleiche sprechen. Hallo, ich muss sagen, dass Sie sich prinzipiell schon sehr Mühe mit Ihrer Vorlesung geben. Die Videoaufzeichnungen finde ich zum Beispiel super, eben weil man immer Staub drücken kann und alles mitschreiben kann. Dankeschön. Jetzt kommt das Aber. Ich habe manchmal Probleme, den Zusammenhang zwischen den einzelnen Folien und den Zusammenhang zum übergreifenden Thema nachzuvollziehen, aktuell in Woche 7. Das heißt, ich sitze vor den Folien und denke mir, okay, was hat das jetzt mit den intellektuellen Eigentumsrechten zu tun? Ich denke, dass mir die Übungen auch helfen würden, den Zusammenhang etwas besser zu verstehen. Leider stehen dem Zeitkollisionen entgegen, sodass ich auf die Vorlesungen angewiesen bin. Mit freundlichen Grüßen. Anonym. Erstmal freue ich mich natürlich, dass zum ersten Mal jemand das anonyme Forum genutzt hat. Ich habe es also nicht umsonst angelegt. Und ich freue mich natürlich, dass Sie konstruktives Feedback geben. Genau. So, was ist meine Antwort? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von Ihnen sich dieselbe Frage stellen, besonders beim aktuellen Kapitel. Deswegen hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Ne? Worum geht es denn in der ökonomischen Analyse des Rechts? Es geht darum, Recht, das Gebiet des Rechts, ökonomisch zu analysieren. Genauer gesagt, fragen wir uns erstens auf einer deskriptiven Ebene, was die Anreizwirkungen verschiedener rechtlicher Regeln beziehungsweise, ein bisschen allgemeiner gesprochen, institutioneller Arrangements sind. Das ist die deskriptive Ebene, ne? Also wie ist es? Zweitens fragen wir uns auf der normativen Ebene, also auf der Soll-Ebene, was wir für Politikempfehlungen daraus ziehen können. Was sollte die Politik sein, gegeben das, was wir in der deskriptiven Analyse rauskriegen? Und in diesem Kapitel, in dem es um intellektuelle Eigentumsrechte geht, haben wir am Anfang festgestellt, dass intellektuelle Eigentumsrechte aus ökonomischer Sicht 2 Komponenten haben. Die erste Komponente, Right of First Sale, ist analog zu Eigentumsrechten an materiellen Gütern zu verstehen. Jemand, der eine Idee hat, beziehungsweise in ökonomischer Sprache das Original eines Informationsgutes erstellt, hat das Recht, diese Idee zu verkaufen. Und zwar als erster, ne, weil es eben seins ist. Die zweite ökonomisch relevante Komponente von intellektuellen Eigentumsrechten ist das Downstream Licensing. Und das beinhaltet die Kontrolle des intellektuellen Eigentums nach Verkauf. Also selbst wenn es schon beim Konsumenten angekommen ist. Und deshalb auch Downstream. Ne? Also, ja, also an einer späteren Stelle des des Konsumstroms. Ich weiß nicht, wie man das sagen sollte. Ich wollte jetzt Wertschöpfungskette sagen, aber das stimmt ja nicht wirklich, weil es ja verkauft wird und nicht weiterverarbeitet. Aber ich denke, Sie verstehen, warum es Downstream heißt, ne? Weil es um die Kontrolle an einer anderen Stelle später nach dem Verkauf geht. Downstream, ja, also denken Sie an den Fluss. Ich gebe das
Produkt in den Fluss und will, auch wenn es schon weiter geflossen ist, flussabwärts kontrollieren, was damit passiert. Okay? Ich denke, wir haben jetzt lange genug an dem Board gesessen. So, das ist die zweite ökonomisch relevante Komponente. Downstream Licensing. Wir haben also einerseits Right of First Sale und andererseits Downstream Licensing. So, und der Großteil der Argumente, die ich Ihnen gezeigt habe, zielt darauf ab, dass erstens Downstream Licensing mit negativen Wohlfahrtseffekten verbunden ist und zweitens, dass es auch ohne Downstream Licensing genug Anreize gibt, Informationsgüter zu produzieren. Okay? Es geht also im Endeffekt um Anreize bei verschiedenen rechtlichen Regeln. Nun, da es de jure kein Land auf der Welt gibt, in dem intellektuelle Eigentumsrechte nicht mit Downstream Licensing verbunden sind, ziehen wir in der Vorlesung entsprechend Beispiele heran, die sich entweder auf historische historische Fälle beziehen, aus Zeiten, in denen diese rechtlichen Regeln so noch nicht vorhanden waren, oder auf Beispiele aus der Neuzeit, wo Downstream Licensing de facto nur sehr schwer möglich ist. Mir ist natürlich klar, dass ich nur sehr einseitig Argumente gegen intellektuelle Eigentumsrechte bringe, aber ich habe nicht wirklich ein schlechtes Gewissen deswegen, denn im Endeffekt müssen Sie Ihre eigene Meinung bilden und außerhalb dieser Vorlesung werden Sie hauptsächlich Argumente für intellektuelle Eigentumsrechte kennenlernen. So, ich hoffe, Ihnen ist der Kontext jetzt ein bisschen klarer geworden, besonders Sie, die Person, die die Frage gestellt hat. Ich würde Sie auf jeden Fall bitten, solche Fragen immer sofort zu stellen und wenn möglich mit, natürlich mit konkretem Bezug zu einer spezifischen Stelle in der Vorlesung. Ne? Also die Frage hier, die klingt eher so, als wäre es so ein bisschen angestaut gewesen und Sie hätten das mal rauslassen müssen. Ich würde Sie bitten, also noch praktischer für mich ist es natürlich, wenn Sie konkreten Bezug zu einer Stelle haben. Ne? Und ja, stellen Sie Fragen möglichst immer sofort. Das ist mein Job, das zu beantworten und darauf einzugehen. Ich finde es schade, dass Sie nicht zur Freitagssitzung kommen können. Klar, wenn Sie da eine Überschneidung haben, dann ist es nicht zu ändern. Aber es ist wirklich schade, denn gerade in der Freitagssitzung ist meines Erachtens der Lerneffekt für die, die da sind, am größten. Ne? Erstens durch die gemeinsame Gruppenarbeit, durch das Diskutieren untereinander und durch die Diskussion im Plenum dann mit mir und bei der Vorstellung der Aufgabe. Ich finde, der Lerneffekt ist da am größten. Ne? Und die Tatsache, dass Sie aus zeitlichen Gründen nicht kommen können, sollte Sie auf keinen Fall daran hindern, sich hinzusetzen, am besten natürlich mit Kommilitonen, die dasselbe Zeitproblem haben und einige der Aufgaben selber zu bearbeiten und im Forum zu posten, ihren Lösungsvorschlag. Ne? Das ist auf jeden Fall besser und ich würde mir das auf jeden Fall anschauen und meinen Senf natürlich dazugeben. Überhaupt möchte ich alle, die freitags nicht in die Übungssitzung kommen können, davor warnen, die Lösungsvorschläge, die ich da von ihren Kommilitonen poste, dass sie diese Lösungsvorschläge einfach nur konsumieren. Ne? Dass sie einfach sehen, hier ist eine Aufgabe und das ist die Musterlösung. Das bringt ihnen sehr, sehr wenig. Ne? Es ist viel besser, dass sie die Aufgaben selber bearbeiten und dann eventuell mit dem Lösungsvorschlag, der hochgeladen wird, vergleichen und dann, wenn sie irgendwelche Fragen haben, dort im Forum zu posten, ne? Und zu diskutieren. Ich werde auf jeden Fall, ich habe immer ein Auge auf das Diskussionsforum. Warum ist das besser? Erstens, der wichtigste Grund, das, was da als was ich da hochlade als Lösungsvorschläge, das sind keine Musterlösungen. Ne? Ich habe keine Musterlösungen. Viele der Fragen sind relativ offen gestellt und die meisten Gruppen ändern ihre Folien auch nach der Präsentation nicht mehr groß ab. Ne? Und also oder ergänzen nicht, was in der Diskussion dabei gesagt wurde. Das, was in der Diskussion gesagt wird, schreiben sich die meisten Leute auf, wenn ich das richtig sehe, aber es taucht nicht wirklich im Forum auf. Ja, deswegen an alle, die freitags nicht kommen können, beteiligen Sie sich im Diskussionsforum an den Aufgaben. Ich kann natürlich nicht von Ihnen erwarten, dass Sie alle Aufgaben für alle Aufgaben selber einen Lösungsvorschlag haben, aber
Ja, also ich kann schon von Ihnen, ich muss schon von Ihnen erwarten können, dass Sie zumindest mal die 4 Stunden, die anderen Kommilitonen am Freitag da sitzen, dass Sie diese Zeit zumindest mal in die Übungsaufgaben reinstecken. Ne? So, okay. Das war so ein bisschen meine Antwort. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden, und ich werde versuchen, in Zukunft den Kontext so oft wie möglich klarer zu machen. Ja, es ist natürlich, ich denke, woran Sie vielleicht zu knabbern hatten, als Sie diese Frage gestellt haben, ist einfach, dass die ökonomische Analyse des Rechts, Rechtsökonomik, ist einfach ein sehr breites Feld. Man kann es sehr breit auslegen. Und deswegen ist es auch manchmal schwer zu sehen, inwieweit das ein zusammenhängendes Forschungsgebiet sein sollte. Ne? Ja, aber wie gesagt, wir können das alles in einen bestimmten Kontext einbetten. So, jetzt weiter in der Vorlesung. Wir sind immer noch im Thema intellektuelle Eigentumsrechte. Und diese Woche schauen wir uns das Unterkapitel Open Source an. Worum handelt es sich bei Open Source? Bei Open Source reden wir typischerweise von Software. Und ja, das ist so eine typische Definition, die Sie auf Wikipedia finden würden. Open Source Software, was beinhaltet das? Die Software und ihr Quelltext, ihr Quellcode, liegt in einer verständlichen Form vor. Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden. Es gibt also keinerlei Nutzungseinschränkungen. Die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden. Auch gegen Bezahlung. Das ist so die weitläufigste Definition von Open Source. So, und vielleicht ein Vorwort. In der Tradition der Open Source Programmierung hat Kollaboration und gemeinsame Nutzung eine lange Tradition. Und zwar also länger, als es den Begriff Open Source überhaupt gibt. Und aber so richtig relevant und so richtig so ein Massenphänomen konnte diese Kollaborationstradition erst werden natürlich mit der weiten Verbreitung des Internets, ne? Denn durch das Internet ist natürlich viel leichter geworden, Quellcodes offen zu legen, verfügbar zu machen, massig zu verbreiten. Genau, und heute werden wir uns eben Open Source aus ökonomischer Sicht anschauen. Aber erstmal ein kurzer geschichtlicher Abriss zu Open Source. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass Sie den geschichtlichen Kontext auch ein bisschen kennen, damit man einfach ein bisschen ein Gefühl dafür hat, gerade wenn man sich dann Fallbeispiele anschaut. Ne? So, in den 60er, 70er und 80er Jahren wurden an einigen Unis wie oh, die Kamera ist eingefroren. Sorry. Habe ich nicht gemerkt. Ist ein bisschen ruckelig, hm? Keine Ahnung warum. Vielleicht. Das ein bisschen höher setze. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum das jetzt ruckelt. Egal. In den 60er, 70er und 80er Jahren wurden an einigen Unis wie Berkeley und MIT die Grundsteine gelegt für die heutigen Betriebssysteme und die Infrastruktur des Internet. Gleichzeitig gab es diverse private Forschungseinrichtungen, an denen die jeweiligen Forscher sehr große Autonomie genießen konnten. Und
Zu dieser Zeit war es üblich, informell Quellcodes untereinander auszutauschen und gemeinsam zu nutzen. Ja, das wichtigste Beispiel sicherlich ist die Entwicklung des Betriebssystems Unix und die Entwicklung einer dazugehörigen Austauschplattform, dem Usenet. Anfang der 80er begann die Firma AT&T dann aber den Versuch, sich die intellektuellen Eigentumsrechte an Unix zu erklagen. Als Antwort darauf wurde erstmals in der Community darüber nachgedacht, wie man die Spielregeln, also in unserem Kontext die Institutionen, wie man diese Spielregeln für die kooperative Entwicklung von Software gestalten konnte. Und wichtiger Akteur hierbei war die Free Software Foundation, hinter der Richard Stallman vom MIT stand. Ne, Richard Stallman ist so ein bisschen der Guru der Open Source Bewegung. Und diese Foundation führte dann zum ersten Mal Software-Lizenzen ein, in denen explizit die kostenlose Veränderung und Verbreitung des jeweiligen Quellcodes vorgesehen war. Gegeben, man war bereit, den veränderten Quellcode ebenfalls kostenlos und ohne Restriktionen bereitzustellen. Solche Lizenzen nennt man GNU-GPL oder General Public License oder auch einfach Copyleft, ne, als Gegensatz zu Copyright. Das Besondere, auch alle Erweiterungen des Codes und sogar Kollaborationen mit anders lizenzierter Software müssen darauf aufbauend unter den Regeln des GNU-GPL lizenziert werden. Also wenn man einmal anfängt mit Copyleft Quellcode zu arbeiten, muss alles, was daraus weiterentwickelt wird, auch Copyleft sein. Ne? Das sind die Bedingungen des Open Source. Und das ist dann auch der große Unterschied zwischen Open Source Software und Shareware, wo der Quellcode nicht freigegeben wird, oder Public Domain Software, wo folgenden Anwendern keine Restriktionen auferlegt werden. So, und in den frühen 90ern wurde Open Source Software durch die Verbreitung von Internetanschlüssen auch immer verbreiteter. Zum Beispiel entstand zu dieser Zeit Linux. Anfang 97 gab es dann eine neue Open Source Definition. Es sollte Anwendern nun freigestellt werden, auf der Basis von Open Source Quellcodes auch proprietäre Software zu entwickeln. Proprietär bedeutet eben Closed Source, ne? Also dass man den Quellcode nicht mehr freigibt. Das heißt, die moderne Open Source Definition ist so: jeder darf Open Source Quellcode benutzen, um etwas Eigenes daraus zu machen und das quasi auch geheim zu halten und damit dann Geld zu verdienen. Okay? Das ist so ein bisschen die moderne Definition. Okay, meine Webcam will heute gar nicht. Dann mache ich sie einfach aus. Und ach, sowas. Auch nett. Dann zur Relevanz von Open Source Software heute. Hier haben wir so eine kleine Übersicht über Marktanteile in bestimmten Industrien. Bezieht sich alles auf 2010. Oh, ich habe nichts über die Literatur gesagt. Sorry. Habe ich vergessen, eine Folie einzufügen. Aber im Prinzip, das Ganze, na, ich habe noch nicht mal die Folie. Das Ganze, was wir heute besprechen, ist aus dem Artikel genommen, den ich Ihnen letzte Woche schon angekündigt hatte, nämlich von Josh Lerner und Jean Tirole von 2005. Ne? Das ist so ein Überblicksartikel, ich finde, sehr verständlich geschrieben. Lesen Sie den Artikel bitte und stellen Sie Fragen, wenn Sie was nicht verstehen. Okay, aber wo waren wir bei den Marktanteilen? Okay, das hier bezieht sich auf 2010.
Und wie wir sehen können, ist der Anteil bei HTTP-Servern, sogenannten Apache-HTTP-Servern, über 50%, also quasi eine marktbeherrschende Stellung. Der Marktanteil bei Linux-Server-Betriebssystemen ist über 50%. Und interessanterweise, OpenOffice hat in Deutschland einen Marktanteil von über 21%, ne, bei, wie nennt man das? Office-Anwendungen. Wie wir also sehen können, ist in bestimmten Teilindustrien Open Source ziemlich erfolgreich. Genau, und das ist meiner Ansicht nach ein bisschen überraschend erstmal. Ne? Also vom Bauchgefühl her würden wir sagen, Open Source sollte eher so eine kleine Nische sein. Und interessanterweise gibt es auch relativ große private Investoren, die in Open Source Software Geld reinstecken. Ne? Zum Beispiel HP, IBM und Sun. Wobei ich nicht weiß, ob mit IBM, ja, mit IBM ist wahrscheinlich wirklich IBM gemeint. Ne? Also das, was heute IBM ist und nicht Lenovo. Falls Sie es nicht wussten, vor einigen Jahren wurde die PC-Sparte von IBM aufgekauft von einer chinesischen Firma und heißt jetzt Lenovo. Ne? Und alles andere ist weiterhin IBM, ne? Nämlich zum Beispiel Server und sowas. Wer nutzt Open Source Software? Wenn Sie sich hier oben die Marktanteile anschauen, dann sehen Sie, gerade hier bei sowas, bei Server OS oder HTTP Server, das sind nicht typische Konsumenten, ne, die Open Source nutzen, das sind eher quasi Hightech-Anwender. Open Office ist ja eher die Ausnahme. Und diese Hightech-Anwender sind dadurch gekennzeichnet, dass für sie Einfachheit und Nutzerfreundlichkeit eher nicht so wichtig ist, das finden sie eher nebensächlich. Dafür legen sie eher großen Wert auf die rein praktischen Vorteile und Zeitersparnisse von Open Source Software. Warum ist das relevant? Naja, gerade in den letzten Jahren hat sich der Anteil dieser pragmatischen Anwender durch die größere Brandbreite an IT-verwandten Jobs vergrößert. Ganz klar. Was unter anderem als Grund dafür gesehen werden kann, dass sich liberalere Open Source Lizenzen durchgesetzt haben, ne, in diesen Bereichen. Das war so ein bisschen Übersicht über die Geschichte und die Relevanz. Und jetzt fangen wir so ein bisschen mit der ökonomischen Analyse an. Wenn Sie heute kommerzielle Software kaufen, erwerben Sie daran ein relativ eingeschränktes Bündel an Verfügungsrechten. Schauen wir uns doch die vier klassischen Verfügungsrechte, wie wir sie am Anfang des Kapitels kennengelernt haben, an und überlegen, inwieweit sie auf Standard kommerzielle Software und inwieweit sie auf Open Source Software anwendbar sind. Recht auf Nutzung. Bei kommerzieller Software ist gegeben, klar, obwohl manche Software nur für bestimmte Zeiträume freigeschaltet wird. Bleiben wir bei kommerzieller Software. Recht auf Erträge ist hier in diesem Kontext meiner Meinung nach weniger relevant, da Software meist keine Früchte bringt, nicht direkt. Recht auf Veränderung, ganz wichtig, ist bei kommerzieller Software meist nicht erlaubt. Bei proprietärer Software. Und Recht auf Übertragung ist bei proprietärer Software oft eingeschränkt. Ne? Also, das einfachste Beispiel wäre, kann man Software gebraucht verkaufen oder erwerben? Meistens nicht. Ne? Meistens wird es einmal aktiviert und kann dann nicht nochmal aktiviert werden auf einem anderen Rechner. Wobei ich mich erinnere, dass es letztens in Deutschland erst ein großes Urteil dazu gab, dass das so ein bisschen abschwächt. Ne? Aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Es ging darum, ob man Computerspiele gebraucht verkaufen kann oder nicht. Und ich meine, das Urteil wäre, es muss die Möglichkeit gegeben werden. So, und wie Sie sehen, erwerben Sie bei proprietärer Software oder wie manchmal auch gesagt wird, Closed Source Software
meistens hauptsächlich das Recht auf Nutzung. Ne? Wie sieht es bei Open Source Software aus? Recht auf Nutzung ist dort auch gegeben, klar, und natürlich nie mit Zeitrestriktionen. Recht auf Erträge lassen wir hier wieder aus. Recht auf Veränderung ist per Definition bei Open Source gegeben. Also Open Source dürfen Sie immer verändern, wie Sie wollen. Und Recht auf Übertragung ist auch gegeben. Und wie Sie jetzt schon merken, ist Open Source Software durch ein viel breiteres Bündel an Rechten gekennzeichnet. Was auf den ersten Blick aus ökonomischer Sicht heißt, Sie erinnern sich, dass der Wert für den User höher sein sollte als bei Closed Source Software. Das heißt, aus einer reinen Property Rights Sicht sollte die Zahlungsbereitschaft für Open Source Software eigentlich größer sein als für Closed Source Software. An der Stelle eine kurze Pause.